Ciao Leute, ciao von Andrea Unger aus Italien. Ich habe mit einem Kumpel gesprochen. Er hat gefragt, welche Märkte gefallen dir? Welche Märkte handelst du? Das ist natürlich eine gute Frage. Und was mag ich? Was gefällt mir? Und warum? Ich würde sofort antworten, ich mag DAX. Aber dann habe ich gedacht, Moment mal. Gefällt mir wirklich DAX? Normalerweise, wenn man einen Händler fragt, was gefällt dir? Dann sagt er, mir gefällt dieser Markt, weil ich hier sehr viel Geld verdiene. Das sollte eigentlich normal sein. Ich habe entdeckt, dass es nicht immer so ist. Ich mag Märkte, die vielleicht auf historische Gründe, weil ich dort angefangen habe zu entwickeln, oder warum die einmal sehr profitabel waren, und die sind in meinem Hirn, die sind dort geblieben, die mag ich, die gefallen mir, aber nicht unbedingt sind diese die erfolgreichste, schwieriges Wort, Märkte in diesem Moment. Und in der Tat, DAX ist ein Markt, der mir sehr gut gefällt, aber ich habe nur Verluste in diesem Markt in der letzten Zeit. Und nicht nur ich, auch andere Händler, die ich kenne, mit anderen Ansätzen, systematisch. Das bedeutet natürlich, dass wenn sehr viele Händler in einem Markt Geld verlieren, dann ist der Markt schuld. Ja, das ist nicht zu sagen, der ist schuld, ich verliere ihn. Nein, es ist so, der hat die Verantwortlichkeit, warum es nicht mehr funktioniert. Das heißt, dieser Markt ist in diesem Moment vermutlich in einer Änderungsphase. Er wird mehr effizient vielleicht oder sowas. Und diese Änderung bringt natürlich zu einer Situation, wo die normalen Ansätze, die normalen Modelle nicht mehr gut funktionieren in diesem Markt. In diesem Fall kommt natürlich die große Frage, die keine Antwort hat. Ändert sich wirklich? Wann wird diese Änderung fertig sein? Und wie wird das neue Szenario aussehen? Diese Fragen bleiben ohne Antwort. Es wäre gut zu wissen, ja, in 3 Monaten ist der Markt so und so, dann kann ich so und so arbeiten. Das weiß keiner. Leider weiß das keiner. Soll ich neue Modelle entwickeln mit einer Idee von einem neuen Szenario, so dass ich, wenn es kommt, schon bereit bin und Geld verdienen kann? Oder soll ich doch mit meinen alten Systemen arbeiten, denn ich am Moment noch erwarte, dass der Markt wieder normal wird, wieder zurückgeht zu der normalen Bewegungen, die wir normalerweise gesehen haben. Das können wir nicht wissen, das können wir, das wäre so schön, natürlich, können wir nicht wissen. Also, dann, ich bleibe im Moment noch mit meinen Modellen, obwohl, wie gesagt, die Situation nicht so sauber ist. Ein anderer Markt, wo ich erfolgreich war und den ich sehr gut mag, wenn jemand mich fragt, was sind die Märkte, wo man am besten System entwickelt, würde ich sofort antworten, DAX und Crude Oil, Rohöl. Das ist ein anderer Markt, wo ich unterschiedliche Systeme habe und der nicht gut funktioniert hat in den letzten Monaten. Warum nicht? Auch in dem Fall kann man natürlich nicht genau antworten. Ich kann sagen, in den letzten Tagen oder Wochen ist die Situation ein bisschen besser geworden, aber generell in den letzten Monaten war es nicht so sauber. Trotzdem mag ich Crude Oil und so DAX. Ich kann sagen, Crude Oil war normalerweise gut für Trend Following, Ausbruch, Trend und eine Situation findet man heute auf einem anderen Energy Future, das heißt Gasoline. So, wenn jemand neugierig ist und die Energy Futures untersuchen will, dann kann ich sagen, versuche mal mit Gasoline, weil es dort nicht so schlecht aussieht. Bei Crude Oil ist es ein bisschen schwieriger. Das gesagt, was ich nicht mag, absolut nicht, Bund. Bund gefällt mir nicht. Aber wenn ich die Activity Statements von meinem Broker untersuche, dann sehe ich, dass ich jeden Monat mit Bund Geld verdient habe. Und ich verdiene immer noch mit meinem System. Das ist komisch. Also, dort verdiene ich Geld, aber den mag ich nicht. Mini-S&P mag ich auch nicht. Aber trotzdem auch in dem Fall, bis auf den letzten Monaten, wo es sehr volatil war, habe ich Geld verdient. Warum gefallen mir Bund und Mini-S&P nicht? Was haben die beiden Märkte, was mir vielleicht nicht gefällt? Diese Märkte sind sehr effizient. Wirklich sehr viele große Volumen, sehr viele Teilnehmer. Und diese Effizienz bringt es natürlich schwierig, Ineffizienz zu finden, also ein Edge zu finden. Und das heißt, normaler Ansatz für diese Märkte ist immer ähnlich. Kaufe, wenn es ein bisschen runterkommt. Kaufe, wenn es runterfällt oder sowas. Und mit diesem Ansatz kann man nicht zu viele Systeme haben.
Wenn man drei Systeme hat und einer kauft hier, einer hier oder hier, das ist nicht eine gute Diversifikation. Also dann hat man irgendwie Grenzen zu der Fantasie. Und das gefällt mir vielleicht nicht, weil ich hier begrenzt bin und da muss ich immer mit denselben Ansätzen und Modellen arbeiten. Und das fühle ich ein bisschen wie ein Gefängnis oder sowas. Aber es ist blöd, weil ich mit diesen Ansätzen Geld verdiene. Trotzdem gefällt es mir nicht. Andere Märkte bin ich neutral. Währungen, Euro, Dollar sowieso. Gefällt mir nicht. Ist mir egal. Handle ich natürlich. Und andere auch wie die Soybeans oder Korn, diese Märkte hier, Weizen. Und noch andere wie die Mies, Live Cattle, Feeder Cattle und so. Aber die sind nicht so wichtig zu erklären, weil es nicht so viele Händler gibt, die an diese Märkte interessiert sind. So, wie gesagt, es kann sein, dass ich ein bisschen doof bin. Mir gefallen Märkte, wo ich kein Geld verdiene, wo ich Geld verliere. Und mir gefallen Märkte nicht, wo ich eigentlich Geld verdient habe und wo ich immer noch verdiene. Es ist die Psychologie. Psychologie von den Händlern, die ist unterschiedlich. Vielleicht hängt es nur an mich, aber das ist die Wahrheit. So, wenn jeder mich fragt, was gefällt dir? DAX! Verdienst du noch einen Haufen Geld auf DAX? Nein, eigentlich nicht. Aber es wird noch kommen. Es kommt sicher noch, das weiß ich. Gut, wenn das interessant war, hat es Ihnen gefallen, können Sie sich meinen Kanal abonnieren, können Sie hier Fragen stellen, Neugierigkeiten, Fragen, alles, was Sie wissen wollen. Ich bin da, ich kann antworten. Und am Moment kann ich nur sagen, ciao aus Italien, bis nächstes Mal, ciao von Andrea Unger.